The war was coming to an end. To help restore the war-torn country, thousands of volunteers were coming from every region, even the distant ones. Engineers by profession and heroes by nature, these four were determined to help rebuild like everyone else. Sometimes in life, things don't go according to plan. They missed the train, or maybe it was fate that pulled the cruel joke. Their commander, Chertyakin, tough and demanding. Rumors about him circulated in the army. The devil, they called him. He had character, yet his subordinates were always successful and came back alive. They made their decision. They were to proceed on foot. The weather was beautiful and calm for a winter. The sun was shining, the birds were chirping. No, wait. That's wrong. This is an old version of the script. Here. A terrible snowstorm hit. The wind blew the engineers off the trail, and they were lost instantly. But the stories about Chertyakin and the picture in his breast pocket gave them motivation and strength to move forward. The length of our intro doesn't allow our heroes to wander for a long time, so luckily, they stumbled upon a cabin. Once inside, the volunteers found themselves in a modest workshop. Machines, wagons, some strange devices. But a cursory glance attracted other things. A book. Wait, a book? More like a personal diary. Just as the fellows were about to study it, voices and noises were heard outside. Germans? Remnants of the Wehrmacht. They were sneaking around in the rear of the shifting front, and the heroes were in danger of meeting them face to face. They had to hurry. What they managed to read paints a strange picture. The author described unknown devices. Gates. A place called Void. According to the notes, not only had he been there, but also the Nazis. Time was running out. The engineers understood that their only option was to go to the void, following the instructions from the diary, done as instructed. Let's go. But on what? Please, love and respect on this one. Normally, sane people would have gone out for help, prepared themselves, and certainly wouldn't have thought about going to another world in a trolley? But enemies are about to start banging on the door, so? After making hasty preparations for departure, they... Anyway, I'm talking too much. It's just a story I once heard from a stranger, who in turn heard it from another stranger, and he... Oh, what can't be invented for a good story? Der ist so gut, der Sprecher. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Void Train. Ja, wir waren erst im Himmel, dann waren wir unter Wasser, beziehungsweise wir waren erst unter der Erde, dann waren wir unter Wasser und jetzt geht's in den Void. Und oh mein Gott, holy shit, was freue ich mich auf dieses Spiel. Das wird so gut. Es ist tatsächlich das nächste Survival Game, kann man sagen. Und ich gehe mal einmal in die Einstellung. Das ist doch ein bisschen sehr laut. Von hier gerade mal die Musik. Ich mache die mal ein bisschen leiser. Ich mache mal so auf 40, glaube ich. Das reicht, glaube ich, ganz gut. Das FX ist, glaube ich, ganz gut. Man hört schon. Es ist am Tuten, am Huben. Epic, epic. Das sieht ganz gut aus. Geil. Gibt es hier irgendwie Texturen? Lalala. Gibt es denn irgendwie Deutsch? Language geht noch nicht auf Deutsch, wenn ich das richtig sehe. Es geht leider nur Russisch und Deutsch. Ist das Russisch? Ich glaube schon. So, Display Brightness, ja, V-Sync ist on, das ist sehr schön. So, Keyboard, Gamepad, ich spiele mit Maus. Und dann würde ich sagen, dann starten wir nach dem tollen Intro mal rein und schauen mal, was uns erwartet. So, wir machen natürlich ein New Game, Charakter. Ja, was können wir machen? Okay, General, okay. Male, Female, okay, ja, Male. Okay, Page 1, wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Ist übrigens noch ein Early Access Spiel.
Also. Oh. Ja, so, das passt. Das passt definitiv zu mir. Das ist, also vom Alter her ist das genau, ne? Das geistlich wahrscheinlich eher so. Ja, mental eher so. So, Skin Tone. Okay. Würde ich mal eher so machen. Und ich bin eher so ein alter Knacki, ne? So Dieter Donnerlunte und so. Page 1 von 5. Ach du Heilige. So, was haben wir noch hier? Oh. Na, hallo, Freunde. Okay. Das ist aber sehr umfangreich. Da hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was haben wir denn sonst noch hier? Herr-Typ, hä? Ich hab einen... Ah! Oh ja, das ist so richtig Schlägermütze. So eine richtige Schlägermütze, so wie Dieter. Was haben wir sonst noch? Ah, hier, guck mal, richtiger Lokführer. Kann man auch nichts an... Ah, hier, Haare. Okay. Okay, okay, okay. Ja, na, nee, nein, nein. Nein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Na. Da sehe ich uns. Da sehe ich uns. Haare würde ich erstmal so lassen. Sieht man eh wahrscheinlich nicht. Ohren. Ja. Ohren weiter oben finde ich gut. Und Abstand. So. Das. So sehe ich uns. Da sehe ich Dieter. Bart. Ja. Da kommt man der Sache schon ganz nah. Da kommen wir der Sache schon ganz nah. Das ist schon, ja, ja. Das, aber Bart würde ich eher so in die Richtung weiß nehmen. Das ist eher so, Dieter ist ja schon ein bisschen älter. Der ist auch lang und auch breit. So wie es geht. So, was haben wir noch, Alter? Wir haben immer noch 10 Seiten vor uns. Das ist auch, oh, hier Kinnbreite. Ja, finde ich schön. Ja, ja, da nickt er sogar. Rotate, wir können sogar drehen. Ah, ja. Ja, ja. Schöner Dieter. Ah, was für tödliche Augen er einfach hat. So. Ah, die Wangen. Ja, er ist so ein bisschen hochgezogen. So, was haben wir hier? Augenbrauen. Oh, ja. Kriegen wir Genscher-Augenbrauen? Keine, auch schön. Aber ich glaube, die sind, glaube ich, schon ganz gut. Ja, ein bisschen böser Blick. Ja, böser Blick. Oh, ja, Oh ja, und so, ja, oh ja, morgen muss ich noch, da muss ich noch einkaufen, So, ja, ja, das ist Dieter, so wie wir ihn kennen und lieben, Dieter Donnerlunte, ja, und den Zinken, da muss ich einmal gucken. Oh, hallo, hallo meine Nase, ich bin Mr. Nase. Ah, ja, 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 da sehe ich uns. So. Das, ja, der Hui ein bisschen kleiner. Was haben wir hier noch? Augen. Alter, die Stirn. Mhm. Weiter nach innen oder nicht? Was haben wir sonst noch hier? Ja, ruhig nach oben. Ja, nach oben ist, glaube ich, ganz gut. Augenfarbe. Ah, oh, Dieter. Dieter kriegt keine roten Augen, Dieter kriegt blaue Augen. Okay. Helligkeit. Boah, Alter, richtig schwarz. Boah, guck mal hier. Ich bin blind. Nein, wir machen natürlich hier. Was haben wir hier? Eyeliner. Ach du Heilige. Kajalkahl. Kann ich da reinzoomen? Schade. Oh ja. Kajal-Dieter. Kajal-Dieter. Oh ja. Da sehe ich uns ganz weit vorne. Ja, Kajal-Dieter in the house. So, was haben wir denn hier noch? Eyeshadows. Uff. Sieht ein bisschen aus wie Batman, ne? Guck mal. Oh, ich bin Batman. Ich bin der Bankräuber von Void. Nein, ich glaube, da lassen wir einfach mal... Das lassen wir einfach so. So, dann gucken wir noch den Lippenstift. Natürlich. Lippenart. Gut, ändert sich jetzt nicht viel. Rot, knallrot. Shining. Was ist das denn? Sieht aus, als würde er sich da irgendwo was abgebissen haben. Was denn da? Sieht so komisch aus. Was ist denn das? Das sieht irgendwie merkwürdig aus.
Shiny vor allen Dingen, shiny. Okay, so, dann die letzte Seite, Face Art. Achso, Bemalung, ja, okay. Ja, nee. Nee, nee, komm. Nein, Dieter bleibt so. So, Body, ach du Heiliger, was ist denn jetzt hier? Ja, da sehe ich uns. Da sehe ich uns auf jeden Fall, ganz weit vorne. Ah, Dieter trägt nur einen Pulli. Und kurze Hose, wenn es geht, bitte. Ah, hier so eine Schlabber-Jogging, oder? Nee, komm, wir nehmen die. Komm, die hat auch einen Gürtel. So, mehr geht am Body, kann man nichts machen. Also dünn, dick. Also mittelmäßig, so. Aber die, ja, komm. Dieter hat ein bisschen mehr auf den Rippen. Machen wir mal so. So, haben wir alles, ne? Kopf, General, jawohl. Gut. Fun Game, Continue Game. So, wir können auch so Multiplayer spielen. Aber wir starten erstmal jetzt ins Game rein. Genug gequatscht. So. Was? Los? Okay, Kinders. Tis time to come out one by one. Ja? Ja, ja, everything will be sehr gut. Wir haben Tea, Pretzels und more. Fantastisch Bier. Was? Scheiße. Sie dumm und Mensch. Du mein Gott. You tricky fremde fortified the door. They will take you. Also, da sind wir. Herzlich willkommen zu Void Train. Und willkommen zu einem neuen Let's Play hier meinerseits. Interagieren. Ich bin German-Soldaten. Ja, schön. Auf, schnell, fast. Ja, schön, ich weiß. So, also, kleine Geschichte haben wir mitgekriegt natürlich. Wir sind hier irgendwie hingelaufen, wurden verfolgt von den deutschen Nazis und haben dieses Void entdeckt mit dieser Draisine, die wir jetzt erstmal zusammenbauen müssen. Und was ist das denn hier? Interagieren? Okay. Schups. Tschüss. Das ist also der Void. So sieht das also aus. Und ja, ist doch gut. Gut, ich würde sagen, wir nehmen mal eben hier auf. Ich wollte mal gucken. Vor allem, wie er einfach das Schloss gemalt hat. Er malt einfach das Schloss und die Tür ist zu. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier wegkommen. Komm mal out in Hande hoch. Wie gut. Das ist so gut. Ich bin German-Soldaten. Die machen auf, schnell. Fast. Nein, okay. Nehmen wir erstmal das Händel. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Boah, das sieht echt schon geil aus, muss ich sagen, ne? Gefällt mir sehr gut. So. Kann ich denn turn the gear? So. So, dann turnen wir mal on. Alter Schwede, wie geil. Das ist ja mal fett. Go to the other world. Dann gehen wir mal. Jonas, let me try. Jonas, door open the other way, you idiot! Wo bin ich? Hab ich's geschafft? Ich lebe noch, Kopf noch dran. Ja. Huch, Was ist das denn? Was? Bin ich hier bei Subnautica oder was? Was zur Hölle ist das denn? Huch? Na. Ich glaube, wir sind im Void. Das sieht sehr gut aus. Und damit herzlich willkommen nochmal zu Void Train. Und wir sind im Void angekommen. Take the trolley off the brake. Ja, so, das ist unser Trolley-Handle. Und wir können jetzt hier quasi die Bremse. Das ist Transmission und das ist, glaube ich, die Bremse. Genau. Und dann können wir quasi... The journey into the in-between begins. Our heroes are about to start their adventure. Oh, wie süß. Wait, forward, not backwards. Ach so, Entschuldigung. Oh, goodness, just use this transmission thingy. Ja, Moment. So, also da vorne. Yes,
Good, good. Okay, Erzähler. Okay, now our heroes are definitely about to begin their adventure through the many dangers that lie ahead. Wie gut. Oh, so much excitement awaits. Oh, da bin ich mal gespannt. Boah, das ist jetzt schon gut mit dem Erzähler. Das ist jetzt schon riesig. Okay, Alter. No, this is not good. Warum? At this rate, we'll never finish this story. Okay. I don't want to be that guy, but maybe we should hurry a little bit. Okay. So, dann, was? Was muss ich machen? Yes. Ah. I expected no less from you. Okay. Full ahead. Allons-y. Ah, cool. Ach so. Ach, geil. Das ist ja wie so ein Minigame. Und dann wird man immer schneller. Ach, krass. Oh, das war daneben. Ja, also ist es wie gesagt so ein kleines Survival-Game. Collect 4 Woods und 4 mal Scrap Metal. Oh, da ist Woods. Warte mal, ich kann mal eben bremsen. So, und hier geht's tatsächlich auch so, also, es ist ein Survival-Game, ja, aber man wird auch später seinen Zug noch weiter ausbauen und tralala und zazaza und, ja, so, ich frage mich gerade, kann ich jetzt einfach hier so, geht das? Ja, das geht, man ist da quasi an so einer Kordel dran und kann quasi hier sammeln. So, Dirty Eyes, ich kann jetzt hier quasi so ein bisschen rumfliegen. Ist das Scrap Metal? Ja, das ist Scrap Metal. Also, wir brauchen Metall, dann brauchen wir noch Holz. Also, man fliegt quasi hier so ein bisschen rum. Ich weiß gar nicht, wie weit weg man vom Zug kann. Ich glaube, es gibt irgendwo... Genau, das ist, glaube ich, die Grenze erstmal. So. Und das ist halt der Void. Hier gibt es quasi keine... Uah. Gibt es keine Schwerkraft, kann man sagen. So, das sieht aus wie Wood. Ja, sammeln wir mal. Einmal Wood. Da oben möchte ich gerne hin. Weiß halt nicht, wie wir da hinkommen. Wie gesagt, wir sind an so einer Kordel. Back to train ist F. Möchte ich aber nicht. Und es gibt zwischendurch wohl auch, also was ich so gesehen habe, gibt es wohl auch Inseln und so. So. Und die man auch wohl bereisen kann. Also es wird ganz, ganz spannend. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. So, ich lasse jetzt einfach mal den Zug so ein bisschen rollen. Man hat auch gesehen, es gibt auch hier so Tierchen. Also es wird bestimmt sehr, sehr interessant. Und ich glaube, diese Kordel, die wir an uns haben, die werden wir auch später verlängern können. Also, das wird noch, glaube ich, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Also, freut euch drauf. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Let's Play. So. Dann wollen wir mal. So, Holz. Was haben wir da noch Schönes? Nehme ich auch wieder mit. Das ist wieder Dry Ice, ja. Wie gesagt, ist aktuell noch auf Englisch. Gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Kommt aber, weil es ist aktuell auch noch nur auf Epic erhältlich. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann dieses Video erscheint, weil es ist schon angekündigt, glaube ich, für... Es ist schon angekündigt für Oktober, glaube ich, dass es auf Steam erscheint. Also im Oktober kommt die Steam-Version. Und, ja... Da freut euch drauf. Also, falls ihr warten möchtet, ihr vielleicht dem Epic Store so ein bisschen den Rücken kehrt, dann könnt ihr auch warten bis Oktober, dann kommt das Spiel raus. So, Scrap Metal haben wir zweimal, wir haben dreimal Wood, also Holz. Uah, ganzer Schwarm hier. Ich weiß auch nicht, ob man essen muss. Das weiß ich halt nicht genau. Die Frage ist halt wirklich, was macht halt ein Survival Game aus? Wirklich essen und trinken? Oder einfach nur generell ums Überleben kämpfen? So. Wir fahren immer weiter in den Void. Ah, da waren auch noch Sachen gewesen. Mist. Aber gut, wir werden ja noch ein bisschen was finden. So ist ja nicht. Da ist auch noch etwas. Mal. Ich gucke gerade, ob wir nochmal irgendwo Wood finden. Was ist das denn da? Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn der Zug einfach weiterfährt. Obwohl, wir sind ja am Seil dran, ne? Organics, okay. Organisch. So. Choo-choo, Motherfucker! Ich komme! Wollte schon Mama machen. Juhu. So. Komm, machen wir mal hier. Also, Minispiel. Zack. Ja, Mann. So, zweimal. So, Scrap Metal und Wood, ne?
Da sehe ich Scrap Metal, glaube ich. Ja, da können wir mal anhalten. Der Zug braucht ja erstmal ein bisschen, bis der steht. Das muss man ja auch berechnen, ne? Das ist echt so ein bisschen wie halt in echt. So, dann damit haben wir schon mal viermal Wood. Ich nehme noch ein bisschen... Uah. Huch. Die tun einen also nichts. Das ist schon mal gut zu wissen. Was ist das denn da? Was zur Hölle ist das denn? Was ist das? War das vorher schon da? Und hier ist Scrap Metal. Brauchen wir nur noch einmal Scrap Metal. Da, sehr schön. So, haben wir alles. Wow. Tutorial Building. Press T to open the building block. Select the diaries, objects and build it. If you have no resources... Okay, also. Mit T und dann müssen wir jetzt quasi... den Research Table bauen, ne? Genau. Dekor, Produkt, Storage. Gut, dann würde ich sagen, erstmal die Werkbank. Den Research Table. Wie rotate ich das denn? Mit R, okay. Ich kann das also nur in diesem gelben Bereich rein platzieren. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal, glaube ich, hier hin. So. Was? For close, hold F. So, dahin. So, wie kann ich schließen mit F? Close, MSC. So, Bremse. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Es feucht uns, glaube ich. Research, Technologie auf Schmelze. Ah, eine Schmelze. Okay. Research. Eine Schmelze müssen wir jetzt. Okay. Iron Bar und Copper Bar brauchen wir dafür. Dann würde ich sagen... zweimal Scrap Metal. Nee, viermal Scrap Metal brauchen wir dafür. Sieht man unten rechts. Und für eine Kiste brauchen wir zweimal Wood und zweimal Metallbarren. Alles klar. Okay. Also, brauchen wir wieder Scrap Metal? Ich halte nochmal an. Uah. Weil ich habe Holz gesehen. Und dann können wir nämlich schon mal was mitnehmen für eine Kiste. So. Da ist auch Holz. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das da hinten ist. Das verfeucht uns, ne? Vielleicht darf man auch nicht zu lange an einem Ort verweilen. Das kann natürlich auch sein. So. Also, eine Schmelze. Da müssen wir natürlich klar Barren erstellen, wie es im normalen Survival-Game natürlich auch ist. Ganz typisch. Dass man halt erstmal natürlich sich schönen Barren herstellt. So, ich glaube, ich sehe Scrap Metal. Und ja, da haben wir nochmal ein bisschen was. Hup, ich komme. So, einmal Scrap Metal. Chemikalien. Nochmal Scrap Metal. So, nochmal Chemikalien, wofür die auch immer sind. Ich weiß, haben wir ein Inventar mit Tabulator? Nein, haben wir nicht. I für Inventar? Ja. Ah, ich würde mir das gerne auf Tab legen, wenn das möglich ist. Warte mal eben. Keyboard. Inventory. Tabulator hätte ich es gerne. Genau. So, ich speichere direkt mal. Wenn wir schon einmal hier sind, würde ich einfach mal machen. Jawohl. Und dann spielen wir weiter. So, da kann ich nämlich mit Tab... Macht er nicht? Ich drücke Tab. Hat er nicht gemacht? Ich schaue nochmal eben. Inventory. Press the button key. Okay. Tab. Apply. Ach, ich muss das auch annehmen. So. Jetzt aber. Ja, jetzt geht das auch. So. Hier haben wir Slots. Backpack. Suite. Oh, hier haben wir Waffen. Oh, das wird noch interessant. Hier haben wir noch Waffen. Essen, Trinken. Ah, wir müssen also doch. Also Survival. Hier unten links sieht man es. Trinken, Essen. Alles klar. Dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Also ist es ein Survival-Game. Wie ich sagte, freut euch drauf. Also ich freue mich auf das Game. Mir hat es richtig gut gefallen, wie ich es das erste Mal gesehen habe. Also es kann nur besser werden. Nachdem wir jetzt, wie gesagt, im Weltall waren und natürlich auch unter der Erde und im Wasser und alles, kann es ja nur noch geiler werden. Und ich habe mir so gedacht, ach komm, dann ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mal was ganz anderes, ein Void, was auch immer der Void hier ist. Es wird wahrscheinlich eine andere Dimension sein. Also ich glaube, die Definition von Void ist, glaube ich, ist es
Ist es anderes Universum? Ich bin mir nicht sicher. Oder Zwischenwelt, Parallelwelt? Kann es das sein? So. Das ist eine coole Lösung mit dem Minigame hier so. Finde ich ganz geil. So, da ist schon wieder Scrap Metal. Hier ist nochmal Wood, glaube ich. Das ist so weird einfach, dass man so einfach so aussteigt. So, Scrap Metal. Haben wir sonst noch irgendwas hier rumfliegen? Da, da ist nochmal Scrap Metal gewesen. Oh mein Gott, da komme ich jetzt nicht dran, ne? Nee, das ist zu weit weg. Ah, Mist. Können wir da nochmal rückwärts fahren? Ich würde das nochmal mitnehmen wollen.